Der Bruder war zuerst schon. Fatt. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah, Ashabi Ajma'in. Was sollte jemand machen, der in die Moschee reinkommt? An dem Zeitpunkt ist schon Iqama für das Gebet. Und er kommt rein, er war aber beschäftigt und hat das Gebet, was davor war, noch nicht verrichtet. Soll er alleine erstmal das verpasste Gebet verrichten oder soll er es direkt das Pflichtgebet, was die Jama'a betet, mit der Jama'a beten und danach nochmal das andere verpasste verrichten? Eine Person kommt herein, während die Iqama ertönt. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Die Iqama ertönt und jetzt ist gleich unmittelbar das Gebet. Was sollte er machen? Er hat das vorige Gebet noch nicht gebetet. Hier hoffe ich erstmal, dass er es entschuldigt noch nicht gebetet hat. Weil das Hinausziehen des Gebetes ist nicht erlaubt, außer mit einer islamischen Entschuldigung. Nummer eins. Nummer zwei, wenn er sein voriges Gebet noch nicht gebetet hat, dann stellt er sich trotzdem auf und betet mit der Jama'a, mit der Gemeinschaft. Und seine Absicht ist eine andere Absicht als die des Imam und der Jama'a. Der Beweis dafür ist der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu wa arda, Imam al-Bukhari überliefert. Er sagte, ich betete hinter dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, dann ging ich zu meinem Dorf, das heißt zu dem Platz, wo er gewohnt hat, und betete für die andere Jama'a vor. Das heißt, natürlich hat er nochmal das Isha gebetet? Nein, sondern er hat das Nafila-Gebet gebetet, ein freiwilliges Gebet, während die anderen, die hinter ihm waren, das Pflichtgebet gebetet haben mit dieser Absicht. Insofern, es ist kein Problem, wenn die Absicht von einem Imam unterschiedlich ist zu der Absicht der Ma'munin, bedeutet zu den Betenden, die hinter ihm sind. Wallahu ta'ala ala wa alam. Er betet erstmal sein Gebet, welches fällig ist, damit er im Tartib bleibt, damit er in der Reihenfolge bleibt. Denn der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, als er einmal gegen die Feinde Allahs gekämpft hat mit den Sahaba, radiyallahu anhum, und dieser Tag hat ihn vollkommen beschäftigt, die Schlacht, so ging er dann zurück und betete hintereinander, bedeutet in der Reihenfolge die Gebete nach. Und so sollen wir auch in der Reihenfolge bleiben. Wallahu ta'ala ala wa alam.